Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, liebe Zuseher. Heute aus Gutenstein vom wunderschönen Marihilfberg, hinter mir die Dorfpension. Und da ist in Kürze ein toller Event, nämlich eine Bücherlesung, eine Büchervorstellung, ein Riesenevent mit über 30 Autoren. Ja, und wer das veranstaltet, wie das Ganze ausschaut, wie immer folgt es mir bei Ich hab da was TV, schauen wir sich die Sache einfach an. Ja, liebe Zuseher, da haben wir es. Hallo, liebe Astrid, servus. Ich freue mich da heute am Marihilfberg in der tollen Pension zu sein. Aber jetzt kurz für unsere Zuseherschaft, welche Autoren kommen, beziehungsweise wie bist du generell auf die Idee gekommen, da eine Büchermesse zu machen? Ja, also erstmal hallo und schön, dass du da bist. Also ich komme aus Deutschland und bin Autorin und seit ich hier bin, frage ich mich die ganze Zeit, wo sollen die Autoren hingehen? Weil es gibt die Buch Wien und die ist wundervoll und groß, aber wir haben hier eine schöne Pension mitten auf dem Berg, Mariehilfberg. Und da haben wir die Idee gehabt mit einer Autorenkollegin, mit der Sandra Michelle Strauß, dass wir eine richtig coole, außergewöhnliche Buchmesse machen und zwar in der Pension. Heißt, wir tun die Ausstellungsräume so umgestalten, dass die Autoren dort praktisch einen Ausstellungsraum haben. Und in der Frühstückspension, also hier praktisch im Frühstücksraum, gibt es auch Tische, wo die Autoren ihre Bücher vorstellen können. Eine tolle Idee von Grotter Marihilfberg. Also liebe Leute, kommt es darauf, allein die Gegend ist es schon wert, dass man darauf kommt und wir setzen uns drauf. Eben, es gibt diese Bücherausstellung. Jetzt kurz für die Leute Highlights. Welche Autoren kommen? Nur ein paar Highlights. Also wir haben einige Highlights geplant. Also zum einen haben wir über 30 Autoren. Wir haben Verlage mit dabei, wir haben sogar eine Buchhandlung, die Karl-Buchhandlung ist mit dabei. Wir haben die Edition A, den Edition A Verlag und Achtung, der Ernst Geiger wird mit dabei sein, die Theresa Adler und sogar die Schauspielerin Dani Siegel und noch viele, viele andere ganz, ganz wundervolle Autoren. Genres ist alles mit dabei, von Kinderbüchern über Krimi, über Fantasy, Romane. Also es erwartet euch wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Ich muss sagen, dass du wirklich toll abgedeckt für groß, klein, wirklich tolle Leute, tolle Location. Liebe Leute, ich wiederhole, am 9. November, wann geht's los? Es beginnt um 10 Uhr bis 17 Uhr und wir haben für Kinder, für jeden haben wir ein ganz, ganz tolles Programm. Wie immer alle Informationen eingeblendet. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns am 9. November hier am Marihilfberg. Baba, tschüss.